Heimspiel in Aspach. Es wurde gesungen, getanzt und gefeiert. Andrea Berg, 55, weiß trotz unfreiwilliger Corona-Auszeit immer noch, wie es geht. Die Schlagersängerin rockte im Juli an 4 Abenden mit ihrer Mini-Heimspielserie in Aspach die Bühne. Natürlich wurde sich vor Ort an alle Auflagen und Bestimmungen gehalten, so waren zum Beispiel nur 2000 Zuschauer zugelassen. Trotzdem waren die Gigs für die Musikerin einfach magisch. Warum, das erfahren Sie im Video. 2022 gibt's die volle Dröhnung. Nachdem Andreas große Mosaiktour aufgrund der Corona-Pandemie gecancelt werden musste, gibt es jetzt gute Neuigkeiten. Denn wer die vergangenen Mini-Openers in Aspach verpasst hat, kommt dafür 2022 auf seine Kosten. Die 8 bereits geplanten Konzerte finden im kommenden Januar statt. Der Tourauftakt findet am 17. Januar 2022 in Hannover statt.